Wir müssen gehen. Mitten in der Nacht? Wir können nicht bis morgen warten. Beeil dich. Du kannst zu Aschoffs. Du bist so schön. Du sollst leben. Was für ein Leben unter wildfremden Leuten. Das sind alles alte Kriegskameraden von mir. Die wissen von dir, die wissen, wie du aussiehst. Es ist nicht recht, was wir tun. Wir müssen an Karin denken. Was ist mit den anderen? Mit unseren Verwandten und Isidor? Mit dem Abendkleid aufs Land? Ihr könnt hier ein attraktiver Bauer begegnen. Gut. Ich werde es zur Stallarbeit tragen. Ohne Schmuck ist es ohnehin nur ein Lumpen. Ja, nur den Handkoffer. Muss aussehen wie Landverschickung. Dein blödes eisernes Kreuz, Menne. Was soll das denn? Das wird uns schützen. Zieh an, was geht. Menne, lass uns bleiben. Marga, sei nicht so naiv. Da, wo die uns hinverschleppen, da kommt keiner zurück. Das sagen alle. Sogar Aschoff. Und warum lässt du dann deinen Bruder dorthin gehen? Weil Isidor mir nicht glaubt. Soll ich abwarten, um zu sehen, wer recht hat? Mama, Mama, ich habe einen schrecklichen Traum gehabt. Hm? Jetzt träumst du noch einmal, mein Schatz. Was Schönes, zusammen mit deiner Mama. Hm? Mit offenen Augen. Komm, was möchtest du gern träumen? Hm? Dass wir einen Spaziergang machen? Wie heißt du? Karin Krone. Und wie heißt die Mama? Wie ich, du Dummer. Ich weiß, sag trotzdem. Marga Krone. Ich weiß doch alles, Papa. Das Spiel hast du mir schon tausendmal erklärt. Papa, warum kommst du nicht mit? Papa muss wieder die Feinde vertreiben, die Deutschland bedrohen. Und wie lange dauert das? Und wir sehen. Wir haben Keks vergessen. Ja, der ist doch schon so alt und filzig. Der hat gar kein Fell mehr. Papa kauft dir neu, ne? So. Komm. Ich muss jetzt gehen. Ich werde im Hauptquartier erwartet. Ich bin immer in eurer Nähe.